Ja, einen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu diesem Video, das sich mit dem Beginn der Vorlesung internationaler Menschenrechtsschutz beschäftigt. Ich sage Ihnen zunächst einmal, wie die Vorlesung sich gliedert, was wir machen werden. Dazu gucke ich gelegentlich hier auf Unterlagen und nicht immer in die Kamera. Es gibt also einführend Überlegungen, die sich mit Gegenstand und Ziel der Vorlesung beschäftigen, damit Sie wissen, was gemacht wird. Das ist im Prinzip in verkürzter Form jetzt dieses Video. Dann werde ich Ausführungen machen zur Geschichte der Menschenrechte, wie sich die Vorstellung, dass es so etwas wie Menschenrechte gibt, überhaupt entwickelt hat und wie sie dann Eingang ins Recht, ins Verfassungsrecht und später dann ins Völkerrecht gefunden hat. Das werden wir zumindest skizzieren müssen, damit wir sehen, worüber wir jetzt als Ist-Stand sozusagen sprechen. Daran anschließt sich ein Block von mehreren Veranstaltungen, der materielle Menschenrechtsgarantien in den Blick nimmt. Paradigmatisch bestimmte Menschenrechte betrachtet. Was sind das für Garantien? Gibt es Beschränkungen? Was sind die Inhalte? Was versteht man darunter? Wo sind Unterschiede zwischen Menschenrechtsgarantien und zwischen Menschenrechtsverständnissen? Das können wir da sozusagen exemplarisch behandeln, um überhaupt eine Vorstellung davon zu haben, wovon wir dann im Eigentlichen sprechen, wenn wir in den nächsten Teil kommen, der dem Menschenrechtsschutz in den Vereinten Nationen gewidmet ist. Denn dies ist ein praktisch sehr bedeutsamer Teil mit auch einem vielfältigen Bereich von Möglichkeiten, der sich sehr anschaulich behandeln lässt und wo eine Reihe von Rechtsfragen, aber auch von politischen Fragen, von weltanschaulichen Fragen diskutiert und verhandelt wird. Und da lohnt es sich besonders, auch in der Menschenrechtsvorlesung hinzuschauen. Wir werden in diesem Bereich uns mit dem Menschenrechtsrat, dem Human Rights Council, beschäftigen, aber auch mit dem vertraglichen Menschenrechtsschutz. Und unser Hauptbeispiel sozusagen wird der Menschenrechtsausschuss nach dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sein, das Human Rights Committee, dem der Kollege Andreas Zimmermann bis Ende des Jahres 2020 als deutscher Experte angehören wird. Und sagen, auf der Basis dieser Darstellung werden wir uns dann anschauen, wie die Bundesrepublik Deutschland menschenrechtlich so performt, wie sie als Staat under Review agiert, welche Strategien sie verfolgt, aber auch umgekehrt, welche Kritikpunkte es gibt, wie Kritik umgesetzt wird, welche Maßnahmen die Bundesregierung ergriffen hat, um Kritik der Vorjahre umzusetzen und ob hier tatsächlich so ein Spiralmodell des Fortschritts, der permanenten Verbesserung von Menschenrechten Platz gegriffen hat. In diesem Bereich werden wir uns dann auch noch anschauen, wo Reformbedarf besteht. Kein System ist perfekt, schon gar nicht bei den Vereinten Nationen. Und wir gucken dann auch, was wird da diskutiert, welche Reformvorschläge haben Chancen auf Realisierung, was wurde überhaupt schon gemacht und wo stehen wir da heute. Der letzte Teil der Vorlesung, der beschäftigt sich dann mit dem regionalen Menschenrechtsschutz. Da ist aus europäischer Perspektive natürlich die Europäische Menschenrechtskonvention ganz besonders wichtig mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Es gibt aber andere regionale Systeme, insbesondere in Nord- und Südamerika sowie in Afrika. Die beiden werden wir sozusagen vergleichend anschauen, nachdem wir das europäische System kennengelernt haben. So, jetzt setze ich das Video fort, das letztes Mal unterbrochen wurde. Und ja, ich war dabei, Ihnen die Gliederung der Vorlesung Menschenrechte zu erläutern. Nach der vergleichenden Vorstellungen anderer regionaler Menschenrechtsschutzsysteme werden wir uns mit der EMRK selbst beschäftigen, um dann abschließend die besondere Situation des Schutzes von Grund- und Menschenrechten im europäischen Mehrebenensystem in den Blick zu nehmen. Und dann wird das Semester auch schon vorbei sein. Das ist sozusagen der Gliederungsüberblick über den Stoff, wie er in den einzelnen Sequenzen behandelt werden soll.
Wichtig ist mir an dieser Stelle auch schon, dass ich Sie darauf hinweise, dass die Vorlesung internationaler Menschenrechtsschutz natürlich eng mit dem allgemeinen Völkerrecht verbunden ist. Das betrifft natürlich zunächst einmal die rechtlichen Grundlagen, also das Wissen über Völkerrechtssubjekte, Völkerrechtsquellen, die Verbindung zu wichtigen völkerrechtlichen Prinzipien, Souveränität, souveräne Gleichheit, Nichteinmischung in die innere Angelegenheiten. Hier haben wir es mit einem sozusagen Sockel von Grundlagenwissen zu tun, der Voraussetzung dafür ist, das Rechtsgebiet des internationalen Menschenrechtsschutzes, das auf diesem Sockel aufbaut, verstehen zu können. Und gleichzeitig Rückschlüsse ziehen zu können, inwieweit die Entwicklung des Teilrechtsgebiets Menschenrechtsschutz das gesamte Völkerrecht verändert, revolutioniert, in jedem Fall transformiert hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der im Laufe der Veranstaltung immer wieder in Bezug genommen wird. Ich möchte aber schon am Anfang sagen, dass das etwas ist, auf das Sie achten müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie eben diese Grundkenntnisse aus der Völkerrechtsvorlesung mitbringen, um sie hier sozusagen einfließen lassen zu können. Wir haben also eine Verbundenheit, ein Aufbauen auf den völkerrechtlichen Grundlagen, aber wir haben eben auch im Lauf der historischen Entwicklung des völkerrechtlichen Menschenrechtsschutzes nach 1945 bis heute Rückwirkungen dieses Teilrechtsgebiet auf die grundlegende Völkerrechtsdoktrin. Und diese Transformation, die wir hier beobachten, mit der wir uns dann im Einzelnen beschäftigen werden, ist nicht auf den Bereich des Völkerrechts begrenzt. Diese Transformation wirkt auch ins nationale Recht hinein, mit unterschiedlicher Intensität. Aber wir kennen das aus dem Bereich des öffentlichen Rechts, des Verfassungsrechts, wo ja die Grundrechte durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das gesamte Recht berühren und in einer im Lauf der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und der Geschichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ja durchaus kritisch gesehenen Entwicklungen zu einer Veränderung des Rechts geführt haben. Die Aufladung des in Anführungszeichen einfachen Rechts durch die Grundrechte ist ein signifikanter Teil der Rechtsentwicklung der Bundesrepublik Deutschland und zumindest ein bisschen wirken auch die Menschenrechte aus dem Völkerrecht auf diese Art und Weise in die nationale Rechtsordnung hinein. Auch das ist für uns ein wichtiger Punkt, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Drittens entfalten Menschenrechte oder korrekter gesagt Grund- und Menschenrechte ihre Transformationswirkung auch und nicht zuletzt in die Gesellschaft, in Strukturen und Verhältnisse. Also das Patriarchat, ein hierarchisch strukturierter Familienverband, die Bestimmung des Lebens durch Religion, all das sind sozusagen klassische, überkommene Modelle, die im Zuge von Modernisierung und Säkularisierung aus der Perspektive dieser Modelle und Vorstellungen unter Druck geraten sind. Und die Menschenrechte sind ein Beschleuniger dieser Veränderung. Das kann man am Beispiel der Gleichberechtigung von Frauen und Männern besonders signifikant sehen. Das hat natürlich im Lauf der Zeit oft langsam genug zu einer Transformation des traditionellen Rollenverständnisses geführt. Das hat zu einem neuen Verständnis der Ehe, der Pflichten von Ehegatten, der Rechte von Ehegatten, der Selbstständigkeit geführt. Was sind die Folgen einer Scheidung? Ist Scheidung möglich? Wie reagiert das Recht darauf? Bestrafend oder ermöglichend für neue Lebensphasen? Nicht? Das sind alles solche Dinge, die durch Modernisierung der Rechtsordnung, durch Säkularisierung der Rechtsordnung, aber eben auch und sozusagen mit dem Hebel der Menschenrechtswidrigkeit
versehen, haben die Menschenrechte hier diese Transformation beschleunigt. Und das erklärt natürlich auch völlig selbstverständlich den Widerstand gegen bestimmte menschenrechtliche Entwicklungen, der eben von bestimmten religiösen Führern, von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, von politischen Führungsfiguren kommt, für die Emanzipation, für die Freiheit und Selbstbestimmung von Individuen Machtverlust bedeutet, Einflussverlust. Das wollen diese Gruppen nicht und deswegen bekämpfen sie die Menschenrechte. Und wir beobachten in vielen Ländern ein Rollback, zum Teil gegen Einzelne, zum Teil aber auch breiter angelegt gegen Menschenrechte und Liberalisierung insgesamt. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auf den wir durchaus an der einen oder anderen Stelle im Lauf der Vorlesung zu sprechen kommen werden. Und es ist eben auch Teil sozusagen des Persönlichkeitsbildungsauftrags, den ich mit der Vorlesung verfolge, dass Sie sich selbst darüber Gedanken machen und mit mir und Ihren Kommilitonen und Kommilitonen in den Dialog darüber eintreten, ob das mehr Chance oder Risiko ist. Und da sind natürlich auch, das muss man ganz klar sehen, individuelle soziale, gesellschaftliche Hintergründe auch immer entscheidend, ob sie aus einer eher traditionellen Gesellschaft kommen, entsprechend erzogen sind und aufgewachsen sind, werden sie vielleicht Auswüchse des Liberalismus eher zu geißeln bereit sind, als wenn sie in einer Kreuzberger Kommune aufgewachsen sind. Ja? Und hierfür ein Gespür zu haben und darüber auch kritisch diskutieren und nachdenken zu können, ist mir auch ein Anliegen, Ihnen das zu vermitteln, Ihnen dafür Lesehinweise zu geben und Gedankenanstöße. So viel nun in diesem erkennbar auch anders gestalteten zweiten Teil dieser ersten Vorlesung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir werden sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Machen Sie es gut, bis bald.